Servus. Das Wetter ist halt kreislig. Jetzt machen wir mal kein Interview, machen keine Reportage. Heute machen wir einen Zwetschgendatschi. Und zwar den gesündesten Zwetschgendatschi in ganz Bayern. Verstehst du, was wir dazu brauchen? Ist ein Muschelmehl, ein Dinkelmehl, ein Dinkelvollkornmehl, ein Austauschzucker, das erkläre ich noch, eine Buttermilch, einen deutschen Bienenhonig, eine Bio-Zitrone, ein Ei, Backerl, Hefe und 50 Gramm Margarine. So, und daraus machen wir den geilsten Zwetschgendatschi ever. Anfangen tun wir mit Mehl. Wir brauchen erst einmal 250 Gramm Dinkelmehl. Dann brauchen wir 250 Gramm Dinkelvollkornmehl. Also insgesamt 500 Gramm. Dann machen wir Dämpferl. Dämpferl ist ein Vorteig. Für die Preisen ist das ein Vorteig. In Bayern machen wir ein Dämpferl. Dämpferl ist ganz einfach. Dann nimmst du einfach einmal 2 Esslöffel Mehl rein. Nachher bröselst du deine Hefe da rein. Siehst du? Ja, einfach zerbröseln. Dann brauchst du ein kleines bisschen Zucker. Weil die Hefe, der Körper lässt sie mit dem Zucker bescheißen, die Hefe nicht. Gell? Die geht da einfach nicht auf, wenn kein echter Zucker drin ist. Ja, und dann noch einen kleinen Schluck Milch. Dann verrührst du es ein wenig. Dann lass es einmal eine Viertelstunde gehen. In der Zeit warten wir halt ein wenig. So, jetzt haben wir noch schön einen Espresso rausgelassen, dann backt sie es besser. So, das Mehl ist drin, unser Dämpferl ist fertig. Könntest du es, damit es schneller geht, bei 50 Grad so eine Viertelstunde im Backofen stellen. Das tut es nachher. Dann tut es das Dämpferl ins restliche Mehl rein. Also, Entschuldigung, den Vorteig in das restliche Mehl. So. Dann braucht es Bio-Zitrone, damit die außen nicht gespritzt ist. Ja. Kurz abwaschen. Das macht dann den Teig ein bisschen frischer. So, fertig. Aus der Zitrone könntest du danach noch ein sauberes Zitronenwasser machen. Ja. Das ist lecker, wenn es warm ist oder einfach nur im Winter. Wenn es dir jetzt fehlt, Vitamin C. Dann brauchen wir ein Ei. Fünfzig Gramm Margarine. Am besten in kleine Flocken rein. Unser Viertel Liter Buttermilch. Also leicht angewärmte Buttermilch. Das ist jetzt der Ersatz für einen normalen Kristallzucker. Ja, da habt ihr halt einfach, also letztendlich ist es wurscht, was ihr kauft. Solange ihr keinen Kristallzucker nehmt, ist alles gut. Oder einen normalen Kristallzucker. Ne? Das ist jetzt praktisch eine kristalline Streusüße mit Stevia. Welcher Hersteller spielt da gar keine Rolle. Wichtig ist nur quasi, dass ihr es 1:1 benutzen könnt mit dem Rezept von einem normalen Kristallzucker. Dann nehmt ihr so um die 50, 60 Gramm. Schön ein wenig verteilen. So. Und dann wird der saubere Teig draus gemacht. Langsam rühren. Und wenn ihr merkt, es ist zu staubig, dann tut es noch ein wenig Buttermilch rein. Und wenn es flüssig ist, halt nur ein wenig Vollkornmehl oder Dinkelmehl. Wenn ihr merkt, er wird jetzt schon schön, hängt schon am Stück.
Dann könnt ihr mal den Löffel raus tun und macht den Rest mit die Hände. Oma hat es immer so abgestreift. Hat immer funktioniert. Ich merke jetzt schon, der Hals ist ein bisschen zu saftig. Tun wir noch ein wenig Mehl rein. Gut ist er, wenn ihr jetzt geknetet habt, und er löst sich jetzt vom Rand. Ja, so. Er packt dann immer an die Finger fest und löst sich vom Rand von der Schüssel. Dann ist er gut. So. Lasst ihn in der Schüssel drin, nutzt ein Geschirrtuch drüber und lasst ihn einmal eine Stunde stehen. Im Warmen. In der Zeit macht er dann meine Zwetschge fertig. So, unsere gewaschenen Zwetschgen, die schneiden wir jetzt auf, entkernen sie. Da geht sie hier, wo die Narbe ist von der Zwetschge, geht sie mit dem Messer rein. Weil wenn das dann aufklappt, dann habt ihr den Kern flach vor euch und dann könnt ihr dann einfach raus tun. Da haben wir jetzt eine, da siehst du, da ist so ein brauner, das braune Innenleben, braun, rot etc. Da war irgendwann ein Wurm drin, die tun wir halt dann weg. So, jetzt haben wir die letzte Zwetschge. Und jetzt kommt dann das Geheimnis vom Mutschelmehl. Beziehungsweise, das ist ja gar kein Geheimnis, sondern Mutschelmehl, das gab es schon vor die Semmelbrösel. Ja, das ist nur das innere Weiße, ganz fein gemahlen, also wesentlich feiner als Semmelbrösel und der ganze würzige, salzhaltige Außenrand von die Brote, das wird gar nicht vermahlen. So. Wir nehmen jetzt unsere Zwetschge in die große Schüssel und dann kommt einfach ein Haufen Mutschelmehl drüber. Und der Witz dran ist, wenn wir die wenden, das Mutschelmehl pappt jetzt an die offenen Zwetschgen und beim Backen saugt es den Saft darin auf. Dann wird der Datschi nicht so wässrig und es schaut aus, als wären ganz feine Streusel drauf. Streusel machst du ja normalerweise aus einem Haufen Butter und Zucker und Klumpenzecken. Das haut natürlich richtig rein, weil es die Oma schon so gemacht hat. Das ist ja in Ordnung, die Oma hat es auch verbrennt, aber wir verbrennen es ja nicht mehr. Und jetzt da scheißen wir mit Mutschelmehl. Schaut das aus wie Streusel, aber das richtig Süße kommt dann nicht von den Streusel auf den Datschi, sondern von unserem Honig. So, jetzt haben wir ein wenig warm gestellt, den Teig ungefähr dreiviertel Stunde, Stunde. Dann dürft ihr ungefähr dreifache Größe haben. Jetzt wird es ein wenig Mehl auf den Tisch. Den Teig drauf. Ja, manchmal muss man betteln. So. Das den Rest nehmen wir raus. Und dann, normalerweise sagt man, muss man einmal richtig durchkneten. Oma hat schon immer so gemacht, die hat den Teig geschlagen. Das gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr, ich weiß nicht. Ist Schlagen das böse Wort? Keine Ahnung. So. Ihr druckt es zwei, dreimal durch und dann wird er geschlagen. Das macht ihn dann feinporig. Und danach setzen wir den Schüssel rein, das durch drüber und nochmal warm stellen. So, jetzt haben wir ihn zweimal eine Stunde gehen lassen, jetzt geht es ans Auswageln. Also bei den Preisen heißt es jetzt, wir rollen den Teig aus und in Bayern wagelt man aus. So, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche, Mehl verteilen. Ja, der ist schon sauber groß geworden jetzt. Dann schauen wir, dass wir den sauber rausbringen.
ans Nudelholz, ein bisschen mit Mehl einreiben, Stich und schon geht's los. Dann kommt das Backpapier unten rein, auch das Mehl drauf und dann wird der Teig da drauf gelegt und so groß gemacht, wie man braucht für das Backteig. Jetzt ein stumpfes Messer oder halt relativ stumpf, ja, und schneid sie mal grob aus. Das ist da der Rand, da ist der Rand. So. Backblechgröße. Jetzt müssen wir noch aufs Blech ziehen. Da ist ein Überschuss. Können wir gleich reinklappen, weil wir brauchen eher einen Rand für den Dachi. So. Dann wird er aufs Backblech gezogen. Macht man einen schönen Rand außenrum, damit der Saft nicht raus kann. So, einen Teig haben wir jetzt ausgewackelt, drin in der Form, außer auf dem Backblech. Und jetzt da kommen unsere Zwetschgen drauf. Vorher noch, wenn ihr einen Honig nehmt, stellt den vorher in ein warmes Wasser, weil dann wird er ein bisschen flüssiger und dann könntest du den schön dann drüber träufeln. Ja, jetzt legen wir erstmal Zwetschgen drauf. So, wenn jetzt unsere Zwetschgen da oben sind, voll belegt, dann geht es jetzt an Honig. Der ist jetzt leicht vorgewärmt. Und der eine oder andere sagen, ja, Honig ist auch Zucker. Sage ich, ja, das ist schon richtig, ist schon auch Zucker. Mit vielen, vielen, vielen guten Sachen drin, im Gegensatz zu dem normalen Kristallzeug. So. Und das träufeln wir jetzt einfach groß drüber. Also, ihr müsst es jetzt nicht unbedingt sparen damit, je nachdem. Man kann auch so viel drauf tun, dass man schon vom Zuschauen Diabetes kriegt, aber da müsst ihr halt dann gucken, wann es euch nur ist. Nicht zu viel drauf, weil der wird ja dann auch nochmal flüssiger und vermischt sich und verläuft. Also lieber tut es dann am Schluss noch was drauf und lasst es dann ein bisschen einziehen. Ja. Oh, das war's jetzt. Jetzt lassen wir nur ein wenig ruhen. In der Zeit heizen wir den Backofen vor, 180 Grad bei Umluft. Ja, und dann müssen wir wieder ein wenig warten. So, 180, fertig, kommt dann ein Ofen. Zwischen 20 und 30 Minuten, müsst halt ein bisschen gucken, gell? Also die das Mutschelmehl wird dann ein bisschen heller durch den Saft, aber so 25, 30 Minuten braucht ihr schon. Und jetzt machen wir gleich den nächsten, weil ich mache halt zwei. Dann habe ich noch ein bisschen was zu tun, bis der andere. So, das war das Zeichen. Fertig ist der Dachi. Ein Bild von einem Dachi. Und jetzt ist das Wichtigste zum Schluss. Sofort der Honig auf den Rand drauf. Nächst. Richtig schön
den Rand einstreichen, das zischt dann so ein bisschen, dann kann er richtig einziehen in den Rand. Und dann ist der Rand hinterher auch super. Fertig ist er. Jetzt kommt er zum Abkühlen ins Treppenhaus. Und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen. Gell? Servus miteinander.